Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 20 Elfmeterschießen. Gegen mein Bruder. Genau, es geht ab, Leute. Heute Gladbach gegen Dortmund, DFB-Pokal. Mal schauen, wie das Ganze heute Abend ausgehen wird. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, Leute. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Gladbach, Hashtag Dortmund. Ab in die Kommentare. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, wie immer. Schreibt gerne auch noch rein, ja. Was denkt ihr oder wer soll beim nächsten Mal gegeneinander antreten, ne? Schreibt rein, Leute. Vielleicht noch ein paar weitere DFB-Pokal-Prognosen, was auch immer. Schreibt gerne rein, wer noch gegeneinander antreten soll. Und checkt immer noch gerne den Shop aus, Leute. Ihr wisst es ja. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover in orange, rot, grün und blau in den vier Camouflage-Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch. Handyhüllen gibt es auch, Leute. Handyhüllen in orange, blau, rot und grün in den vier Farben haben wir auch am Start. Und noch viele weitere Sachen. Ja, gratis Autogrammkarte gibt es auch zur Bestellung dazu. Also checkt es gerne aus, Leute. Wie immer gibt es natürlich auch die Software-Bestrafung, Leute. Ihr wisst es ja. Ich habe letztens das erste Mal gewonnen, Alter. Letztens das erste Mal gewonnen. Er hat die Software-Bestrafung bekommen. Ja. Nach, keine Ahnung, 30 Elfer-Schießen oder so in FIFA 20 hat er das erste Mal verloren, Alter. Geil. Ich hoffe natürlich, ich kann heute weitermachen. Heute wird es wahrscheinlich wieder erstmal jetzt die nächsten 30 Elfer-Schießen wird nicht wieder verlieren, aber okay. Wie immer, Leute, ihr wisst es, der Verlierer kriegt für die verschossenen Schüsse beim Elfer-Schießen Schüsse mit der Software. Das heißt, wie immer, wenn er jetzt, sagen wir mal, 4-2 gewinnen sollte, dann habe ich 3 Elfer zum Beispiel verschossen, kriegt 3 Schüsse. Sieht auch meistens so aus. Ich kriege meistens immer 3 oder 4. Ja, also von daher, gucken wir mal, wie es heute läuft. Und der Verlierer darf sich natürlich irgendwie mal aussuchen. Der Gewinner darf sich aussuchen, wo er beim Verlierer auf den Körper hinschießt. Der Verlierer darf beim Gewinner aussuchen. Der Verlierer darf aussuchen. Nee, der Gewinner darf sich aussuchen, wohin geschossen wird. Aber ihr kennt es ja mittlerweile. Dann würde ich sagen, schauen wir mal direkt und wählen unsere Schützen aus. Ich habe schon ein paar rote Karten, Alter. Läuft bei mir. Das heißt, ich habe ein paar weniger Spieler hier als du. Aber ach du Scheiße, was habe ich für schlechte Elfer-Schützen? Also ich sag mal so. Sollte es beim DFB-Pokalspiel ins Elfer-Schießen gehen, würde ich einfach mal sagen, hat Dortmund einen ganz, ganz klaren Vorteil, Alter. Scheiß die Wand an. Guck mal bei mir. Ich habe nicht mal einen 70er-Schützen. Ja, aber du hast auch viele rote. Vielleicht hast du einfach nur. Ja, nee, die hatten gedeckt. Das waren nur defensiv. Guck mal, Player hat 65 ist ja für 82 Abschluss. Turam wenigstens auch 73 Abschluss. Aber guck mal, Benesch ist mein Vierter mit 50. Neuhaus ist mein Fünfter mit 49. Junge, du hast drei, nee, zwei 70er, einen 65er, einen 80er und einen 90er. Also gut, ich sag mal so, ich glaube, ich will nicht sagen, aber ich glaube, ich kann nur verlieren. Und du hast noch, du bist noch vollzählig mit 11 Mann, aber dafür hat Sommer bessere Schüsse. Guck mal, Sommer, Alter, 24 plus 13 Abschluss. Ja, wirklich. Also sollten wir bis zu den Torhütern kommen, ich die Nase vorne, aber mein Torhüter kommt halt schon nach 8 Schützen. Nein, der kommt erst nach 11. Auch kleiner Nachteil. Also ich habe hier nur wieder Nachteile, Leute, ne? Und dann verliere ich hinterher. Kennen wir noch nicht. Und dann, verliere ich wieder, weißt du? Unfassbar, Alter. Natürlich, so kann ich irgendwo verlieren. Der hat immer die bessere Mannschaft, Leute. Deswegen habe ich bisher immer verloren. Ich schwör's. Du hättest ja auch mal die bessere nehmen können. Ach, egal. Ich will die du hast auch mit besseren Mannschaften verloren. Das sind Gerüchte. Egal. Das sind keine Gerüchte, dafür gibt's Videos. Ab geht's mit Matze Ginter, Alter. Ich weiß gar nicht, was der für Elferwert hatte, aber ich glaube, über 70 hatte der schon. Ja, stark. Oh Mann, ich habe ein Stück weit. Ich wollte wieder zu weit nach außen. Ich bin sogar in die falsche Richtung gesprungen, ich Depp. Oh Mann, Alter. Ich habe wieder zu weit nach außen gezielt. Siehst du den Kameramann hinterm Tor? Richtiger Ehrenmann, ey. Boah, sind richtig viele Kameramänner hinterm Tor. Und die Securities, Alter. Die machen ihren Job, Alter. Die gucken nicht mal beim Elferschießen hin, Alter, die Securities. Alter, die machen. Wo sollen die auch hingucken? Die müssen doch die Crowd im, ja, im Shutter. Auf dem Spielfeld, mal kurz. So. Ja, der Kameramann. Guck mal, der Kameramann führt mit einem Arm. Mach stehen hier, mach stehen hier. Was geht bei euch da hinten? Ey, der Kameramann führt mit einem Arm. Ja, und da steht Polizei drauf. Der ist richtig. Die haben der übersetzt. Der ist richtig lästig. Okay, ich muss jetzt schießen, Alter, bevor gleich der Schuss vorbei ist. Oh. Ey, Perky, come on, den muss man haben. Muss man haben. Ey, aber der sah geil aus, Alter. Abgefälscht. Ey, den muss man haben. Gegen Pfosten, Latte, was auch immer. Ich hab's nicht gesehen, Alter. Den musst du doch haben. Eigentlich schon, ey. Aber Glück gehabt. Aber du hast auch Pech, irgendwie deine Torhüter, die fälschen den immer ins Tor. Ja. Ich weiß, und du, also, sagst immer, ich habe ja, hab Glück. Ist aber so, ich bin immer direkt in der falschen Ecke. Ich bin gar nicht erst in der Ecke, um den überhaupt annähernd zu halten. Von daher bin ich eh ganz weit weg. Nein, ich wollte in der Mitte stehen bleiben. Ich habe auch ich hab nach links gezielt. Oh Mann, ja, ich wollte kurz. Hatte ich wieder dann Glück, siehst du? Ja. Da hatte ich einmal kurz Pech, hatte ich direkt wieder Glück. Ich habe eigentlich spannend. Gedacht, Alter, bleibst du in der Mitte stehen, weil der oft in die Mitte schießt, weil der Typ immer nach rechts zielt und dann nach links ballern will und dann bleibt der in der Mitte hängen, der Ball. Scheiße, Alter. Okay, Thuram, Alter, komm. Und deinen 59, 11 oder so, Alter. Jetzt gehen schon meine 60. Ich habe schon keinen 60er Schützen mehr jetzt, Alter. Also, ja, aber Thuram ist doch stabil, strammer Schütze. Ja, Thuram.
ist ein strammer Schütze, aber ich bin kein strammer Schütze, Alter. Ich bin so schlecht, Mann. Ja, echt schlecht. Ey, wie habe ich eigentlich letztens gegen dich gewonnen? Ey, ich habe keine Ahnung, Leute, wie ich das letztens... Ich weiß nicht, wie ich das gegen ihn gewonnen habe. Du hast voll die guten Dinger geschossen. Ja, da weiß ich auch nicht. Da war mal ein goldener Tag von mir. Scheiße, ich muss jetzt einen von dir halten. Wenn ich jetzt nicht halte, dann war es eigentlich schon wieder. Und nein, ich wollte wieder... Ich habe wieder überlegt, in der Mitte stehen zu bleiben, Alter. Warum bist du es nicht? Scheiße, Alter, ich muss jetzt rennen, dann habe ich schon verloren. Guck mal, Birkis Ausdauer ist noch komplett voll. Oh, scheiße. Wenn Birki den jetzt wieder nicht fällt, dann... Scheiße, Benesch, guck mal seine Ausdauer an. Oh mein Gott. Ja, ne? Scheiße, Leute. Das war es wieder komplett, glaube ich. Okay, ey, was machen wir jetzt? Benesch, Alter, lass mich bitte nicht im Stich, Benesch, Alter. Benesch, du musst ihn machen, Alter. Denk dran, du musst ihn machen. Benesch. Benesch. Benesch! Ja! Schade, Junge! Schade. Okay, Ich dachte echt, du lupfst. Ich verliere trotzdem, aber ich freue mich hier schon mal wenigstens. Oh, Götze! Du freust dich? Ja, wenigstens, dass ich nur einen gemacht habe, kriege ich einen Schuss weniger. Ich habe bis jetzt jeden reingeschossen, wenn Götze den jetzt nicht macht, ne? Stand jetzt, kriege ich nur zwei Schüsse. Jetzt macht der Typ wahrscheinlich, verschießt wieder. Dann muss ich nochmal einen verschießen. Dann verschieße ich gleich. Ja, dann kannst du doch aber gewinnen, wenn ich jetzt verschieße. Ja, aber... Obwohl, nee, wenn du dann den nächsten... Ja, deswegen. Dann habe ich gewonnen. Er ist immer dieselbe Kacke und dann kriege ich immer nur einen Schuss mehr, Alter. Ich schwöre es euch. Okay. Let's go, alter Götze. Ich weiß doch, dass du lupfst mit Götze. Nein, ich wollte schon wieder. Ich war schon überlegen. Das war nicht Mitte, aber wenn ich mit, ganz ja, aber vielleicht hätte ich ihn erhalten, wenn ich in der Mitte stehen geblieben bin. Vielleicht. Mario Götze mit der Entscheidung, Alter. Ich weiß gar nicht. Wie im Deutschlandspiel. Ja, aber Mario Götze schon lange nicht mehr gespielt bei Dortmund. Also von daher. Der macht immer nur die entscheidenden Tore. Er kommt immer ganz kurz. Mal gucken, ob der überhaupt spielen wird. Ich weiß nicht. Sommer hat. Der hat keinen Elfer gehalten. Du hast alle reingemacht, oder? Warum kommt nicht die Wiederholung? Ich wollte eigentlich nur mal den Dings sehen. Na gut. Du gewinnst. Ja, verdienst. Okay, war schon verdient. Ich hab 4 reingemacht. Also war schon gut. War schon verdient, aber du hattest auch natürlich die besseren Schützen, wenn man ja, mal ehrlich ist. Ja, kann man gar nichts gegen sagen. Gut, Alter, kann man nichts machen, Leute, ist so. Aber Elferschießen ist natürlich auch mal ein bisschen Glückssache. Ja, ist einfach immer, ich glaube, ich habe einfach nur mega Glück, was einen Abschluss aber angeht. Weil gewinnt trotzdem. Ich bin kein guter Schütze, for real. Ja, ich bin noch schlechterer Schütze, das ist das Problem. Ganz einfache Sache. Du bist scheiße, ich bin noch schlechter. Nicht? Okay, bin noch wie viel habe ich jetzt? 2, ne? Diesmal wenigstens nur. Beide Waden. Clever. Entspannt. Wenn du mir schön eine Wade gegeben hast. Willst du wieder Wade machen? Natürlich. Du kleiner. Du hast mir letztes Mal eine Wade gegeben, denkst du, da habe ich Bock drauf? Der kleine arrogante Pisser. Das ist ein kleiner arrogante. Scheiße, Alter. Ich habe beim letzten Mal, könnt ihr euch noch erinnern, Leute? Weißt du noch? Was? Weißt du nicht mehr? Hä? Was beim letzten Mal, wo ich geschossen habe? Weißt du nicht mehr? Hä? Der war. Ah, du. Extrem. Was? Extrem? Ich habe doch alle getroffen. Ah, nee. Der wenn du alle verschießt. Okay. Nee, ich dachte, extrem war, wenn... Nee, wenn man alle verschiebt. Okay. Weißt du nicht mehr, was ich beim letzten Mal... Er weiß es nicht mehr, Leute. Hä? Dann sag ich das hinterher. Egal, ich schieß jetzt beide Waden ab, ist mir egal. Der Typ hat beim letzten Mal, Leute, hat er gesagt, Wade hat bei ihm gar nicht wehgetan, ne? Hallo. Ja, warum, Alter? Was ist los mit dir? Weil ich absoluter heftiger Typ bin. Ich hab einfach absolut muskulösen Waden. Meine Wade geht von hier bis nach... Es sieht aus wie ein Dönerspieß, meine Wade. Meine Wade ist ein Dönerspieß. Okay, let's go. Von ganzen 10 Jahre lang Armee ernähren. Okay, so. Ja. So, sieht man die Waffe? Ah, Asche entsicht ist Teil, ey. Ja, natürlich ist Teil entsicht. So, warte mal. Okay, hau raus, Digga. Okay. Dann verarsch mich wieder wahrscheinlich beim ersten. Zieh mal so. Oder verarsch mich jetzt extra nicht, weil ich denke, du willst mich verarschen. Ja, sicher. Kann auch sein. Also ich würde mal so sagen, guck mal, wenn ich jetzt allein direkt schießen würde, wäre asozial. Okay, jetzt mach. Deshalb, ich würde einfach vorschlagen, dass du dich bereit machst. Du schießt eh gleich und ich schieße dann einfach, wenn ich dann bereit bin. Also drei. Ah, ja. Leute, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Ey, Junge, das kann nicht sein, dass es bei dir nicht wehtat, Alter. Ich schwöre dir. Kann nicht. Vielleicht ist auch noch das Ding da, vielleicht. Der Typ hat ja keine. Meine Wade besteht nur aus Muskeln. Du hast gar keine Wade. Was laberst du? Da ist gar nichts. Das Ding, keine Ahnung. Deswegen spürt ja auch keinen Schmerz an der Wade, da ist nichts. Das ist nur ein Knochen, das ist nur da ist keine Wade. Wo ist deine Wade hin? Da war mal eine Wade. Hast du eine? Ich glaube, meine Wade hat eine Rückentwicklung gemacht, ey. Da war mal was, aber ist nicht mehr da. Hast du eine Wade, Junge? Das ist nicht mehr. Okay, letzter Schuss. Okay. Der zweite, Nummer 2. Nummer 1 und Nummer 1. Sieht man die? Boah, da sieht man. Ey, Leute, wollt ihr zielen? Boah. Warte mal, ich mach, dass ihr zielen könnt. Richtige Baba-Perspektive. Oh, schießt mal vorbei, Leute. Schießt mal vorbei, hört mal auf. Boah, ey, wie könnt ihr jetzt zielen? So. Warte mal auf. So könnt ihr zielen. Boah, Baba-Perspektive. Oh, mein Knie tut dir richtig weh. Oh. Hab ich dich getroffen? Ja, hast du getroffen. Ja, der tat eh nur so. Der tut eh nur so. Nein, du hast mich wirklich getroffen. Aber wirklich? Ja. Ich hab doch einen Metallzaug. Ist deine Wade jetzt aus Metall? Das ist seit neuerdings. Der ist gegen den Schrank. Ah, okay. Ja, du hast mich wirklich getroffen.
Hast du Beweis? Nächstes Mal krieg ich einen, ja. Er weiß. Ah! Ja, jetzt, das hab ich gerade gesagt. Nein! Er hat's vergessen. Nein! Er hat's vergessen. Komm, hey, nein, du hast vergessen. Okay, okay. Er hat's vergessen, Leute. Beim nächsten Mal. Junge, das war aus Versehen. Beim letzten Mal habe ich ja aus Versehen. Wie viele Schüsse hast du da bekommen? Zwei. Du hast auch vollautomatisch gestellt. Das war nicht extra. Der hat sich selber umgestellt. Ich schwöre, ich habe nichts geändert. Hat es jetzt gesichert? Egal, okay. Auf jeden Fall hat der Typ beim letzten Mal eigentlich nur zwei Schüsse hätte er kriegen sollen. Den ersten habe ich ganz normal gemacht. Schön drei gemacht. Und beim zweiten, ja, die Waffe, auf einmal ist die Waffe von einem Schuss auf automatisch gegangen und dann habe ich zwei Schuss aus Versehen geballert. Mann, ich habe es vergessen, egal. Ich wollte sagen, Alter. Beim nächsten Mal. Scheiße, Alter. Danke, dass du mich daran erinnert, obwohl ich mich ja selber daran erinnert. Ja, ich hätte es ja aber jetzt gesagt, ey, ich muss jetzt immer gewinnen, Leute, ne? Sonst macht er auch einen mehr auf Abgehoben. Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Oder falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostet und den Glocke aktivieren, Tisch einstellen. Checkt noch gerne den Shop aus. Nice Design. Schwarz-Weiß als T-Shirt, Blue, Weine. Orange, Rot, Grün, Blau in den 4 Camouflage am Kissen, Tassen, Turm und nice LED-Lampe haben wir noch statt. Handyhüllen gibt es auch, Leute. Orange, Blau, Rot, Grün und gratis Autogrammkarte, wie man zur Bestellung dazu. Checkt aus, wenn ihr Lust habt. Das war's, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, danke fürs Zuschauen, haut da rein und also dreimal haut da rein gesagt, ne? Haut da rein, Leute. Haut da rein, haut da rein, haut da rein.